Und wie immer starten wir jedes Mal. So. Bin jetzt gerade ein bisschen raus, ist nicht lange, sind eigentlich bloß ein paar Stunden. Aber muss jetzt glatt weg noch mal gucken. Was hatten wir denn hier? Ach, stimmt, genau. Wir wollten noch eine Reise machen. Wir müssen den Kappes noch wegsortieren. Alles klar. Ding, 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 ding. Und kann da hier in die Truhe erstmal alles drin. Zumindest der ganze Käse hier. Jetzt mal kurz mal gucken. Mal richtig gut. Haben wir noch mal. Hier haben wir auch noch was. Hier haben wir noch Gold und Krempel. Redstone ist natürlich. Ja, Kopf. Sehr wichtig. Diamanten und Lapis. Sehr schön. So, denn hauen wir hier das nochmal alles drin. Wo hatten wir Gold? Da war Gold. Redstone behalten wir erstmal kurz. Dann. So. Das Lapis Lazuli nehmen wir uns noch raus. Das können wir rausnehmen. Den Quatsch. Oh, hier ist auch noch so. So, warte. Dann kann das hier noch drin. Und das noch raus. Oh, da ist noch so Fülle von. Aber wir können ja den mal hier hochstecken. Dann können wir das nämlich rausnehmen. Das kann erstmal drinnen bleiben. Und ich frage mich gerade. Wo sind. Oh, Zinnbeerenbusch haben wir hier auch noch. Unsere Lava, haben wir die schon. Jo, haben wir schon da drinnen. Sehr schön. Und einen Zinnbeerenbusch haben wir auch noch. Den können wir. Hallo? Keine. Doch, haben wir noch. Burger haben wir doch noch. So, wir müssen mal erstmal hier schnell zwei Burger reinschmeißen. Und den Zinnbeerenbusch. Warte, Kupfer, hier war Zinnbeere. So. Und hier müsste eigentlich alles wieder so halbwegs am Wachsen sein. Hier wächst auch alles fleißig vor sich hin. Den nehmen wir noch mit. Da ist auch noch einer. Nehmen wir auch noch mit. Und es wächst alles. Sehr schön. Sehr schön. Und so dunkel ist es eigentlich auch nicht hier drin. Hier müssen wir da bloß noch eine Tür drin machen. Würde ich allerdings. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da eine normale. Haben wir noch? Haben wir Eichenholz? Auf der anderen noch irgendwas? Ne. Da haben wir bloß das Lappes noch. Lappes und ein Eimer. So, Lapis Lazuli. Dafür brauchen wir die hier. Und eigentlich könnten wir auch erstmal ein paar Blöcke davon machen. Dass wir nicht ganz so lange brauchen. Dafür. Jetzt geht nicht. Also. Komm, dann ist hier. So. Zack. Dann setzen wir das mal noch so rüber. Hier haben wir auch noch welche. So. Und da haben wir auch noch einen. Zack. Und dann bleibt einer übrig. Ist aber, denke ich, einfacher, als wenn wir jetzt hier Ewigkeiten mit rumhantieren. So. Den ihn könnten wir eigentlich auch mal gleich hier nochmal draufhauen. So. 450 werden wir jetzt noch nicht erreichen. Das glaube ich nicht. Jetzt sind wir so bei gut 100. 140 haben wir jetzt. Sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall schon. So, denn. Hier hätten wir auch eine normale Tür einfach machen können, muss ich ehrlich sagen. Naja, komm. Und die füllt sich langsam wieder auf. Langsam aber sicher füllt sich Spitzi wieder auf. Und von daher sind wir da auf der, sicheren Seite. So, dann können wir den ganzen Quatsch. Ach, Redstone hatten wir ja hier ohne, siehst du. Damit insortieren. Das kann damit drin. Und im Rucksack wesig. Hatten wir doch noch das und das hier. So, dann kann das hier nämlich mit drin und die können hier auch noch mit drin. Die Diamanten packen wir uns auch gleich mal in eine Kiste wieder drin. Aber erstmal wieder unser Inventar ein bisschen aufräumen. Und unsere Spitzhacke braucht natürlich eine ganze Weile, um hier. Wo sind sie da? Um hier
Na, sag schnell, um sich zu regenerieren, jetzt überlege ich gerade. Wir bräuchten eigentlich noch ein Upgrade. Ein paar Upgrades brauchen wir sowieso noch auf dem Hammer und alles. Also von daher, komm. Ziehen wir nochmal rüber. Redstone haben wir ja hier noch 30 Stück. Und haben wir nicht noch. Nee, haben wir nicht. Mensch, alle plus 30. Nö, ja, egal. So, und Glück müssten wir eigentlich. Auf unsere Schaufel hochgefahren? Nee, eigentlich nicht. So, der Hammer. Hat Eile 9 von 50. Nein, jetzt machen wir erstmal wieder hier. Gehen auf diesen. Ding, ding, ding. So. Dann haben wir genau 3-3. Dann passt das schon. So. Zack. Zack. Und noch einmal. So. Und dann haben wir jetzt 39. Auf den Hammer drauf. Spitzi könnte nichts mehr vertragen, die braucht bloß noch Glück. So, unsere Lumber-Ex. Die hat Most Redstone 50 voll. Brauchen wir eigentlich auch nichts weiter. Er hier. Auch Most und ihn Redstone. Naja, mein Jutta, da könnten wir noch ein bisschen was machen. Und ich habe gerade gesehen, da können wir noch mehr insortieren. Und ich höre hier Skelette. Werden sicherlich wieder unten in unserem Keller rumoxidieren. Und hier hätte ich gerne noch eine andere Art Teleporter. Aber von Ender.io würde ich gerne ihn hier machen. Weil hier nicht ständig die Wege mal hin und her rennen müssen, von der Schmiede hier hoch oder so. Sondern wirklich gleich von A nach B können. So, denn weiter geht's. Haben wir hier noch das Ding. Kann hier auf jeden Fall rein und da ist unser Bett. Könnte mal eigentlich hier und hier haben wir noch die zwei Lava-Eimer. Ja, noch ein bisschen Kohle. Ah, die könnten wir auch erstmal darin schmeißen. Dann haben wir sie da, wenn wir sie brauchen. Und hier kommt erstmal der ganze Kappe ist wieder alles drin. Die Erde können wir behalten, die 10. Obsidian brauchen wir sicherlich auch bald. Leder kann hier rein, das kann Salz kommt unten. Und den Kopf wieder hochrennen und dann müssen wir echt langsam mal sortieren. Wir müssen wirklich langsam mal mit einem ME-System anfangen, würde ich sagen. Eigentlich müsste man mal gucken, was man wirklich dazu braucht, alles und dann mal schauen, ob wir das uns schon so herstellen können. So, das kommt hier noch weg. Der Wassereimer kann hier auch noch mit drin. So. Und dann. Hier haben wir nur die 10 Erde, die können wir behalten. Allerdings hätte ich die gerne auf den anderen Slot. Ach, und ich sehe gerade, hier ist auch noch ganz schön viel Mist mit drinne. Kriegen wir das hier noch unter? Ja, kriegen wir noch. Und wir hätten ja eh mal Kohle nur behalten sollen. Nicht unbedingt einen ganzen Stack, aber so wenigstens so 10, 15 Stück. Würde Fackeln. Dann bloß noch eine, müssen sowieso ein paar Fackeln machen, also von daher. Nehmen wir uns mal gleich 10 raus. So. Dann haben wir das auch. Die können da hoch. Die können weg und werden hier drauf gesteckt und dann haben wir das. Und dunkel wird es auch gerade wieder. Ja. Diese Nacht immer hier. So. Jetzt. So, dann ab ins Bett. Würde ich sagen. Und wir hatten eh ein Dings weggeschmissen. Jetzt sehe ich gerade, wir hätten da oben, hätten wir die Falltür hier brauchen können. Können wir schon pennen? Jo, können wir schon. So, jetzt frage ich mich allerdings, ob die Game Rule immer noch geändert ist. Aber sollte eigentlich. Ist ja auf der ganzen Welt und auch eigentlich so gespeichert worden. Ich hoffe. Werden wir mal sehen, wenn der erste Creeper uns hier irgendwas zerstört. So, ein ME-System. ME. Müssen wir mit Minus? Ja. So, wir brauchen ME-Laufwerk. Eine ME-Truhe nicht unbedingt. ME-Quanten. Okay. ME-Controller. Dafür brauchen wir Fluxkristalle und Konstruktionsprozessoren. Was haben wir hier? ME-IO-Port.
dann brauchen wir das Ding hier auch MR-Annihilator. So, dafür brauchen wir so ein Ding, dafür brauchen wir so ein Ding kriegen wir aus so ein Ding und dafür brauchen wir einen Gravurdruck. Also würde ich sagen, als allererstes kicken wir mal nach Gravurdrucker. Gravur. Ja, Gravestone, sehr schön. Machen wir mal so. Gravurdruckmaschine. Gravurkalkulations. Dafür brauchen wir so ein, oh Gott, Eisenbahn, klebrige Kolben. Und die kriegen wir wie? Wirf ein geladenes Certus-Quarzstück, ein Netherquarz und ein Redstone-Staub. Haben wir eigentlich mehr oder weniger alle da, bis auf Redstone. Und geladene Certus, wie kriegen wir denn geladene Certus-Quarz? Geladener Certus-Quarz. Geladener Certus-Quarz entsteht durch Einfügung eines ungeladenen Certus-Quarz-Kristalls in ein Ladegerät, das Energie erhält. Also braucht man ein Ladegerät jetzt wiederum. Boah, Alter. Drahtloses Ladegerät. Laserbohrer. Bla bla bla. Ladegerät, da ist es. Dafür braucht man Fluxkristall. Wir brauchen Fluxkristall für ein Ladegerät. Um Ladegerät herzustellen. Und um ein Ladegerät herzustellen, brauchen wir geladene Certus-Quarz. Geladenes Certus-Quarz erst. Ist doch ein Witz, oder? Das heißt, kann relativ selten gefunden werden. Okay, wie gesagt, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass wir ein einzigen gefunden haben. Wir haben ein einzigen schon mal gefunden. Hier ein ungeladenes Certus-Quarz-Kristall in ein Ladegerät, das Energie erhält. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Das ist nicht andere drahtloses Ladegerät? In der Resonator. Was? Okay, hat sich erledigt. Laserbohrer würde ich auch nicht unbedingt. Ist Laderelay, Stonecraft, oder was anderes? Was haben wir hier? Geladener Quarz, geladene Quarzleuchte, okay. Verbundenes Auflade. Hallo? Macht er nicht. Ein geladenes Certus-Quarz und ein geladenes Redstone-Staub nebeneinander in eine Pfütze und warte einen Moment. Davon kriegen. Achso, aus einem Block kriegen wir vier. Und da kriegen wir bloß ein Einzel und wir brauchen zwei. Ah nee, wir können auch ungeladen. Achso, wir brauchen ja das Geladene, um. Okay, ganz ruhig. Also, wir holen uns jetzt erstmal das Geladene. Zertus-Quarz-Kristall. Nee. Das war nicht, was wir jetzt wollten. Das hier, wirf einen Fluix-Keim, gemacht aus Fluix-Staub und Sand, in eine Pfütze. Wasser, um den Prozess zu beschleunigen, füge Kristallwachstumsbeschleuniger hinzu. Wirf ein Fluix-Keim. Ich jetzt schon wieder ein Fluix-Keim her. Und ein geladenes Zertus-Quarzstück, ein Nether Quarz und ein Redstone-Staub in eine Pfütze. Gut, wir haben eigentlich in der Hinsicht haben wir das alle da. Bis auf Redstone. Wenn Redstone jetzt natürlich komplett. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir doch nochmal eins in unsere Minerin, die wir gefunden hatten. Und werden denn von da aus mal sehen, wie es weitergeht. Ach. Jedenfalls war da noch Redstone unten in den Stückchen Höhle, was wir gefunden hatten. Und da möchte ich natürlich gerne. Ja, dann holen wir uns den nochmal raus. Ach so, und die Burger könnten wir eigentlich auch mal woanders hin packen, genauso wie das Buch. Und zwar holen wir das alles hier so hin. So, und die Buch und die Erde kann dann hier hin. Hier hauen wir noch den Wassereimer hin, hier hauen wir noch den normalen Eimer hin, dann können wir noch mal ein bisschen Lava holen.
Und dann geht's jetzt erstmal ab. Wieder zurück in die Mine. Also die nächsten Folgen werden wirklich viel hin und her rennen. Wir brauchen unbedingt noch einen Rucksack. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt irgendwie da hochkommen. Hier nicht. War das mal so. Und so. Und dann müssten wir eigentlich direkt drauf zukommen. Eigentlich brauchen wir die Dings jetzt ja auch schon nicht mehr. Wir wissen ja, dass da unsere Höhle ist. Plump. Die andere Höhle drin, wo wir noch nicht drin waren. Allerdings möchte ich da eben auch noch nicht rein. So. Ding, 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 ding. Hier waren wir schon, aber hier könnten wir eigentlich mal nur zur Sicherheit eine Fackel drin schmeißen. So, und dann geht's wieder weiter. Ja, genau. Wo waren wir? Hier. Hier sind wir runtergegangen. Immer weiter in die Höhlen. Ach ne, hier wart ihr ja nicht. Stimmt ja, wir müssen ja hier nochmal hoch und dann sind wir hier runter. Genau. Oder auch nicht. Hä? Wo sind wir hier runtergegangen? Hier? Nö. Da sind wir ja gekommen. Hier ist nix. Von Belang. Hier auch nicht. Dann müssen wir ja hier doch richtig gewesen sein. Ich dachte eigentlich, wir wären woanders lang gegangen. Hier ist zu. Und hier müssten wir denn. Ging doch nie so weit, oder? Doch. Und gucken, wer da ist. Hallo? Oh nee, ne? Ich schon wieder. Uah. So. Hier lassen wir das erstmal. Und dann sind wir genau hier sind wir lang. Hallo. Trottel. Ja. Dann können wir das gleich mal testen. Gut, hinterlässt keinen Schaden. Alles klar, funktioniert so, wie wir wollten. Ist ganz schön laut, finde ich. So, und dann liegt hier weiter, genau. Da oben waren wir schon. Da geht's auch noch rein. Allerdings nicht wirklich tief. Und von daher können wir mal ihn auf diesen machen. Oh, okay. Wir brauchen unbedingt ein besseres Schwert. Unbedingt brauchen wir ein besseres Schwert. So, haben wir sie jetzt alle hier? So, da ist noch Redstone. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und das heißt jetzt natürlich, wir buddeln uns dahin. Da können wir später noch lang, das lassen wir auch erstmal offen. Hallo? Können wir auch erstmal offen lassen, ist in Ordnung. Hat auf jeden Fall noch. Ist so cool. Pro. Könnten ja mal den hier mitnehmen. Oh. Dann nehmen wir den auch noch gleich mit. So, dann kommen wir auf jeden Fall schon mal an Redstone ran und da hinten scheint dann noch Ende zu sein. Ja, hier ist ein Ende. Und wir hauen hier erstmal uns die Fackeln ran. Was ein bisschen heller haben. Das nehmen wir gleich mit. So. Das lassen wir auch erstmal. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal hier mit an. Und da hinten ist natürlich. Ja, ist klar. So.
Und jetzt brauchen wir den Redstone. Und ich hoffe, wir finden ein bisschen mehr, als wir brauchen. So. Mal schon mal ein bisschen. Hier ist noch Eisen. Eisen nehmen wir natürlich auch wieder alles mit. Alles, was wir an Rohstoffen finden können. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht die Spitzhacke jetzt hier wieder kaputt hauen. Auch wenn wir so gierig sind. Natürlich gerne so viel wie möglich hier. Boah, dunkel. Mitnehmen wollen würden, müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir uns die Spitzhacke nicht kaputt hauen. So, und hier ist noch was. Ja, findet auch immer mehr. Das ist so schlimm hier. So. Oh, da ist auch noch Redstone. So, haben wir da noch mehr? Nö, sieht nicht so aus. Aber was wir haben, haben wir. Da oben ist auch noch mal Eisen. Dann ist da noch mal Eisen. Da ist auch noch mal Eisen. Bisschen aufpassen, nicht, dass wir gleich in der Lava liegen. Und das nehmen wir noch mit. So, das nehmen wir hier auch mit. Eigentlich haben wir denn die Teil. Da ist auch nochmal Redstone. Na gut, hier wollten wir jetzt eh hin. So, das können wir offen lassen. Und wo kommen wir denn hier hin? Ja, komm. Letztes Stückchen könnten wir eigentlich machen. Müssen wir nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass da noch so weitergeht. Oh, hier ist noch Eisen. Eisen nehmen wir natürlich gerne mit. Und da hinten habe ich gesehen, es ist nochmal Eisen. Ja, schön. Und wo war denn jetzt der Redstone? Hier ist er. Und noch mehr. Und noch mehr. Sehr schön. Da ist noch mehr. Und da ist auch noch einer. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen mit der Pfütze. Haben wir noch. Nee, haben wir nicht. Hallo? So. Das möchte ich gerne haben. Wo geht's denn? Alter, jetzt auch noch weiter. Okay. Wir sollten hier auf jeden Fall ein paar Fackeln platzieren. Und die Kohle nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit. Wir machen aber erstmal hier ein paar Wackeln hin. Das könnte eigentlich schon reichen. Hier braucht man nicht unbedingt welche. Sehr schön. Na, Gott sei Dank nimmt man doch alles mit. Sonst hätten wir das jetzt hier nähe gefunden. So, ist nicht viel, aber ein bisschen was. Gold brauchen wir auch noch. So, jetzt würde ich erstmal gerne die Kohle mitnehmen. Die hier. Denn, wie gesagt, was wir haben, haben wir. Und jetzt geht's hier weiter. Die Geräusche. Hier irgendwelche Tiere kurz vorm Sterben sind. Ihr seht schon so kommen. Muss die Spitzhacke genau denn hinübergeht, wenn wir, wie sieht, eine ganze Menge Redstone finden. Stratusquarz haben wir ja ein bisschen was, auch wenn wir noch nicht im Nether waren. Und in der Hinsicht müssten wir uns irgendwo überlegen, ob wir nicht doch langsam mal ein Portal bauen. Weil ich da eigentlich gerne was, ja, auch wieder irgendwas. Was eigenes, sag ich mal. Wie so eine kleine Kathedrale oder so, wie so eine Kirche, wie man sich da zurecht baut. Wo denn eben. Klick mal an. Und wo kommen wir hier jetzt hin? Oh Gott, da ist Lapis Lazuli. Sehr schön. Immer. Oh nein. Immer. Oh Gott. Hallo?
So. Oh. Hallo, wohin? Lapis. War noch ein Eimer? Nee. Gut. Wenn wir sagen, wir machen den jetzt. Dann wird dunkel. Wie weit das Wasser auffließt, ist Wahnsinn. So, machen wir erstmal hier eine hin. Hier eine Fackel hin. Ein bisschen wieder Licht ins Dunkel bringen. Büsche. Und noch mehr Büsche. Und wieder mal Wasser und Büsche und Lapis. Wo das Wasser hier wieder herkommt, wie es kein Mensch. Zinnbeeren. Oh, das ist immer so schlimm, wenn das von hier. Oh oh. Uah, 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 weg. Oh oh. Oh oh. Scheiß Fido. Alter. So, jetzt müssen wir uns eigentlich mal ganz schnell neue Fackeln machen. Upp. Kommt denn hier das Wasser her, verdammte Axt? Oh, wo kommt denn hier das Wasser her, ernsthaft? Sag mal, wie weit das fließt. Also wieder mal ein paar Büsche. Und die Kirsche wäre ein Skelett. Und hier hinten. So. Boah, die krasse Skelette. Natürlich interessiert mich auch, was da hinten ist. Zumindest sehr buschig aus. Aber hier ist ja noch Ende. Sehr schön. Hallo? So, dann könnte man hier mal sagen, wir setzen das hier hin. Machen wir hier oben mal eine Fackel hin und nehmen wir das. Ja, da war noch Lapis Lazuli. Wie gesagt, wir müssen aufpassen. Wegen der Spitzhacke. Dass wir die jetzt hier nicht komplett verbrezeln. So eine unwichtigen Sachen. Mehr oder weniger. Ich meine, Kohle haben wir erstmal, aber wir dachten auch, wir hatten genug. Was war? Nicht. Oh, die nehmen wir auch noch mit. Und Büsche haben wir auf jeden Fall mehr als genug. So, Fackeln mal rechts. Das heißt, die ist verkehrt hier. Das heißt, wir müssen die hier rübersetzen. So. Und jetzt würde ich eigentlich gerne erstmal Lapis mitnehmen. Sicherlich auch. Alles richtig? War richtig gut. Lass mal hier mal ihn hin. Hier sind überall neue Quellen entstanden durch. Bitte. Hallo. Hier ist noch Eisen. Und jetzt scheint es langsam noch zu verschwinden. Da ist noch Kohle, Eisen. Ruckel, ruckel. Und noch Kohle und Chaos durchzogener Stein, aber was ich jetzt gerne hätte, wäre eben echt Lapis Lazuli. So, und das setzen wir jetzt daneben. So. Und zack, wird dunkel. Aber nicht für lange. Wasser durchzogener Stein haben wir da auch noch. Da war auch nochmal Lapis und Diamanten. Diamanten. Da ist so ein Ding. Nur mal gucken. Ey, die Höhlen gehen. Das ist Wahnsinn. Da sind noch mehr Diamanten.
Komm, die Diamanten nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Können wir hier nicht. Und Zwehe gleich. Sehr schön. Und nochmal Zwehe. Sehr schön. Also man kann sagen, was man will. Das Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alter, hier fliegt so ein scheiß Fliege hier. Alter, hier war bloß... Alter, haust du ab? Das, ey, fliegt die mir genau in die Ohren. So, von hier sind wir gekommen. Dann sollten wir... gehen erstmal kurz nochmal hier hoch. Wo war hier das Labbes so hatten? So, das nehmen wir mit. Und dann jetzt hier weiter. Sehr schön. Salz, ah nee, nicht unbedingt. Das hier aber können wir noch mit hoch mitnehmen. Das könnte sich noch lohnen. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier noch was haben liegen lassen. Eigentlich überall ein bisschen. Da ist auch noch Kohle. So. Ist nur Kohle. Hier geht doch bestimmt auch noch irgendwo weiter. Denn naja. Da ist schon wieder ein Skelett. Die ist 100 Pro irgendwo noch ein Skelett hinter der Wand oder so. Na gut, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist nichts mehr, da waren wir. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt hier die Kohle noch mit. Das hier nehmen wir uns noch mit. Denn da oben haben wir noch Stein. Hier haben wir nochmal Kohle. Die nehmen wir auch noch mit. Dann müsste eigentlich so langsam unsere Spitzhacke echt ein Geist aufgeben. Rein theoretisch. Heißt für uns, wir müssen die dann wieder manuell reparieren. Wie viel? So. Da unten haben wir noch Kohle verloren. Hallo? So, die nehmen wir auch noch mit. Unsere Spitzhacke macht nicht mehr lange. Oh Mann. Na komm. Ich würde sagen, das reicht. Das muss jetzt erstmal reichen, ganz ehrlich. Das soll jetzt erst einmal reichen. Und dann können wir uns ja immer noch was holen. Ich würde auch gerne noch ein bisschen weiter hier rumschleichen. Ach, hier und. Ganz wichtig. 47 wieder, na sehr schön. Und 5 Diamanten. Nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann würde ich aber trotzdem sagen, wir zischen jetzt hier erstmal ab. Hauen uns noch einen Burger in Rachen. Und dann, wie gesagt, jetzt erstmal wieder gen Heimat. Die Richtung. Erstaunt, dass das hier war. Hier müssen wir auch noch hin. So, wart hier. Das müssten wir uns auch mal eins markieren, schnell mal. Wir wissen, hier ist immer Einjang. Oh, oh. Ah. Auf. Creepy! Super! Und Zombie-Man. Ehrlich, also ganz ehrlich. Gott sei Dank habe ich die Lava da gelassen. Da bin ich ganz froh drüber. So, da musst du mal hoch. Aber ich muss sagen, die Höhle finde ich schon bald ein bisschen besser als unsere eigene. Da ist schon wieder ein Skelett. Das interessiert uns aber nicht, weil wir gehen hier lang. Und dann sind wir schon wieder auf dem Gegner draußen. Ding, 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 ding. Und hell ist es auch noch. Sehr schön.